Hallo und willkommen zurück zu Schöninjas Let's Plays und einem Guide zu Cat Quest 2, und zwar wie ihr am schnellsten levelt. So, und dazu braucht ihr eigentlich nur zwei Zauber, und zwar ist das Gravivurf, zaubert ein schwarzes Loch, und ihr braucht die Katzenfalle, die macht dann so eine Splitterfalle, die dann Schaden macht, wenn der Gegner in dieser Falle steht. Und ich habe beide jetzt schon auf Level 10, also Maximum, aber ab Level 7 reicht das, dann macht ihr schon genug Damage, um den Gegner zu besiegen. Genau. Der Gegner, den ihr besiegen müsst, ist in der einsamen Höhle. Den könnt ihr besiegen und er ist jedes Mal wieder da, wenn ihr die Höhle verlasst. Ich zeige euch auch gleich wie. Ansonsten wäre es praktisch, wenn euer Nicht-Magier so viele Erfahrungsgegenstände ausgerüstet hat wie möglich. Ich habe auch meinem Magier eine Erfahrungsrüstung ausgegeben und auch einen Erfahrungshelm. Das andere, was in meinen Augen am sinnvollsten ist, es gibt natürlich je zwei Rüstungen, zwei Helme und zwei Waffen, die Bonuserfahrung bringen. Aber euer Magier sollte definitiv eine Fernkampfwaffe haben, damit er nicht in den Nahkampf muss, weil der Gegner ja auch zaubert, auch wenn er in der Falle sitzt und man instant tot ist, wenn man eine Attacke abkriegt. Deswegen die Magierwaffe. Am besten auch mit Regeneration, weil dann kommt ihr auf jeden Fall nicht in die Gelegenheit, dass ihr kein Mana habt und die Fallen nicht zaubern könnt. Ansonsten finde ich es trotzdem praktisch, wenn ihr den Boss einmal besiegt habt, kriegt ihr hier diese Mütze, die ich aufhabe. Die macht 100% mehr Magieschaden. Das zählt auch für die Fallen, die man zaubert. So, ansonsten einfach nur beide Fallen zaubern. Er rennt automatisch rein. Und den Rest machen die Dings. Oh, das habe ich zu spät gezaubert. Aber wie gesagt, er macht halt eh sein Feuer und sagt instant über 10 bis 12.000 Schaden macht er immer. Den Damage, den ich mit meiner Waffe mache, ist eigentlich egal, den brauche ich nicht. Aber er hilft mir halt, meinen Mana zu regenerieren. Zack. Und selbst auf dem Level, wo ich jetzt bin, kriege ich immer noch mindestens 2,5 Level. Also jeder zweite Run oder dritte Run ist halt, sind halt 3 Level mal ups. Ja, eigentlich voll easy. Oh nein! Oder auch nicht. Ja, wenn das passiert, habt ihr eigentlich schon keine Chance mehr, weil ihr dann den Gegner nicht mehr paralysieren könnt. Gut, jetzt habt ihr ein Beispiel gesehen für wie es geht und wie es nicht geht. Dann bis zum nächsten Mal. Achso, und wenn ihr wissen wollt, wo ihr Magie upgradet, hier vorne bei dem Magier-Hauptquartier. Gut, das war's. Falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.